Und weiterbauen bei Railway Empire 2. Hin und rüber Kurti Station. Guck mal, Kurti Station. Kurti? Was kommt als nächstes? Bibi? Blocksberg? Seit wann werden die Bahnhöfe Kurti und Foxy und Fix und Foxy und WBI und Strategiehamsterie und Schattenfuxi benannt? Das ist ja unfassbar. Heißt der Besitzer oder heißt der örtliche Bahnhofsvorsteher Kurt? Nennt ihn seine Mama, sein Kind, seine Frau Kurti? Oder ist Kurti vielleicht die Bahnhofsvorsteherin und heißt Kurti? Fragen über Fragen. Antworten, die man gar nicht haben möchte unter Umständen. So weiter bauen hier. Ach, wir wollten die Express-Loks freischalten. Da sind sie, neue coole Loks. Bayerische S3-6, die ist glaube ich neu in der Erweiterung hier. Bei Journey to the East. Erfreut's. Mit ihrem kraftvollen Vierzylinder-Verbundtriebwerk erfreut sich die S3-6 vor weltberühmten Luxuszügen wie dem Rheingold oder dem Orient Express als Schnellzuglok jahrzehntelange Beliebtheit. Einmal kaufen, einmal freischalten. Ja, will ich haben. Und die fügen wir als erstes natürlich stilvoll in allen unseren Luxuszügen dazu. Da ist sie. Alle. Alle Express-Loks auf einmal bekommen die. Luxus und die Express-Loks. Die werden alle dadurch ersetzt. Typ der Route ist egal. 24. Kostet uns 66.000 nur, das geht doch. So, jetzt schauen wir uns die mal an. Die bewundern wir jetzt mal bei einer Lokzug, bei einer Luxusgutstrecke. Sophia Konstantin. Da ist sie. Das sind die neuen prachtvollen Loks hier. Ich finde das cool, dass die aus der Nähe hübsch aussieht. Running Gag passiert mir einmal pro Woche, dass ich völlig unvermittelt bei einem Stream niesen muss. Ich weiß nicht warum. Ich nehme mal schnell einen Bonbon. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die halb lieb und halb spöttisch gemeinten. Das geht dann oft so schnell. Ich weiß nicht wodurch. Ganz schnell einen Schluck Tee trinken und einen Bonbon in den Mund stecken. Das war der Fahrtwind. Ja, das kann gut sein. Ja, danke. Wir haben ja mittlerweile den 24. Februar 2024. Das ist, glaube ich, der erste Stream seit Monaten, wo ich mir gedacht habe, der Frühling naht und wo ich nicht einen Stream nicht durchführe mit meinen beheizten Tennissocken, die ich sonst den ganzen Winter über benutze. Doppellagig, beheizte Tennissocken. Gibt es eben WB Merch Shop. Ja? WB Merch Shop mit dem Kunidi-Gutscheincode WB Spiel Tennis. Gibt 10% Rabatt auf die beheizbaren WB Tennissocken. Den Link darauf könnt ihr euch im Chat auf Twitch anzeigen lassen, wenn ihr reinschreibt, Ausrufezeichen, ich glaube WB jeden Scheiß. Ja, dann wird euch der Link angezeigt und auch wieder Code heißt. Ich will euch nicht zum Kauf auffordern, aber holt euch das Schnäppchen. Ja? So, wunderschöne Strecke hier. 5,5 Millionen, ich komme gar nicht mehr zum Geld ausgeben hier. Wir wollen noch mal bauen, Leute. Wir wollten die Strecke noch zu Ende bauen. Wir waren... Hier haben wir alles angeschlossen. Jetzt machen wir... könnten... Ach, wisst ihr, was wir dringend machen müssen? Wir haben seit Ewigkeiten unsere Fracht, unsere eigenen Betriebe nicht mehr kontrolliert, dafür die ausbauen müssen mittlerweile. Auslastung...
bei 100% bei diesem Holzlager und kaum noch Holz da. Mit anderen Worten, bitte einmal ausbauen. Oh Gott, wo ist das? Das ist gerade erst ge... Ach Quatsch, das ist die Strecke, die wir gerade angeschlossen haben. Vier Holz pro Woche wird nachgefragt. Wie wird denn in den Nachbargegenden nachgefragt? In den Städten? In Summe 2,0 pro Woche. Vier wird produziert. Wie gut ist er, dass wir gecheckt haben. Das ist auch eine ältere Strecke, ne? Na, so halbwegs alt. Da geht es rauf und runter, die müssen wir nicht aufbauen. Die können wir ausbauen. Einmal Holz. Das ist auch eine ganz alte Strecke. Die brauchen wir nicht. Das hier vorne. Nein, das ist auch Quatsch. Auslastung komplett. Ja, die müssen wir dringend einmal ausbauen. In Konstantinopel. Die Fleischindustrie brauchen wir nicht. Einmal Olivencheck. Ist auch eine alte Strecke, würde ich machen. Eine alte Strecke, ein alter Betrieb, Entschuldigung. Einmal bauen. Getreide hier vorne. Die haben wir eben erst angeschlossen. Das wäre etwas zu früh. Modeindustrie. Nein. Auslastung 0%. Lass uns das nicht anschauen. Wir tun einfach so, als hätten wir perspektivisch eine kluge Investition getätigt, die sich irgendwann auszahlt. Lass uns das mal ignorieren. Ich hoffe, ich habe mir dabei irgendwas gedacht. Und es war nicht nur der Gedanke, komm, lass uns mal Geld verschwenden. Wir haben zu viel. Der Bauernhof hier wird nie abgefüllt. Das überprüfen wir nachher. Landgut hier vorne braucht auch nichts. Webereien. Oh Gott, ist das peinlich hier. War es das schon? Das war alles? Mehr haben wir nicht gebaut? Was war denn hier vorne das Problem bei der Modeindustrie? Ich glaube, wir hatten auf Vorrat gebaut, ne? Hier wird Kleidung hergestellt. Wir schauen mal, ob Kleidung überhaupt schon nachgefragt wird. Und ob wir so gesagt haben, wir hatten einen leeren Bauplatz und wollten ihn gescheit füllen. Ich glaube, letzteres. Hier wird Bekleidung nachgefragt, immerhin. Hier wird welche nachgefragt und kommt nicht hin. Schaut mal. Hier wird welche nachgefragt und kommt nicht hin. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, entweder wird das seit kurzem erst nachgefragt hier. Können neue Industrie bauen. Die Stadt hat gerade einen Sprung nach oben gemacht. Kleidung wurde wahrscheinlich gerade erst freigeschaltet, oder? Ja, wurde gerade erst freigeschaltet. Oder ein anderer Grund könnte sein, dass auf der Cargo-Strecke, die ja lang brummt, es da zu wenig Züge unterwegs sind. Es ist nur einer auf der ganzen Strecke. Oh Gott. Das ist der Grund. Wir müssen mehr Züge auf die Strecke packen. Und damit das wiederum klappt, müssen wir wahrscheinlich Ausweichgleise bauen, ne? Also der startet hier vorne und fährt bis Nisch und wendet dann. Ohne Ausweichgleise läuft hier gar nichts. Oder gleich zweigleisig bauen. Das schaffen wir.
das hier müssen wir ausbauen. Ich habe aber keinen Bock, hier mit Ausweichgleisen zu arbeiten. Das ist mir zu fummelig. Wir ziehen das jetzt einmal komplett durch hier. Wir haben 4,5 Millionen, also ist mir echt zu doof hier. Vielleicht bis kurz vor die Brücke hier. Das können wir machen. Hier rein. Ob Bahnhöfe sonst Züge sonst nur an Bahnhöfen aneinander vorbeikommen, fragt Schattenfuchs gar nicht. Es sei denn, man baut vor Bahnhöfen mit mehreren Gleisen sogenannte Weichenköpfe, dann können die so automatisch sich ein freies Gleis suchen, aber sonst gar nicht. Sonst gibt es Fehlermeldung. Das ist okay, hier draußen wieder raus. Oh, lala. Okay. Einmal so. Eieiei. 6% Steigerung auf Feier. 10%? 1%. So geht. Sie 6% schon wieder. Wo kommt das denn her? Ja, dem, wo man andockt. 13%. Ob ich daneben bin oder so. Krass. Ach, das ist hier entstanden, ne? Mann, das nochmal neu. Ja, bau mal von der anderen Seite aus. Vielleicht geht es dann besser. Jetzt geht's besser. Keine Ahnung, was da war. Ja?
jetzt oben raus. Oh Gott, welches Gleis geht's rein? Das war das Gleisnummer. Von einem Bahnhofsgebäude ausgezählt, das Gleisnummer 2, ne? Das hier. Ja. Das in der Mitte. Oh Gott. Oh, da müssen wir nachher umbauen. Oder wir müssen eine längere Strecke. Honig und Getreide. Wo ist der Zug? Den müssen wir, glaube ich, mal kurz einreißen. Er wird im Augenblick gewartet. Für seine treuen Dienste wird er belohnt durch einmal Abreiß. Honig und Getreide. Den machen wir nachher neu. Reicht das aus für eine Wartung? Vom Abstand her? Ich glaube ja. Vorne weiter. Oh Gott. So geht's, ne? Einmal hier, einmal runter. Und jetzt noch rechts die neue Verbindung bitte wieder. Sehr elegant. Das sieht hübsch aus. Ja. Oh, Lana. Ja, es geht. Perfekt. Jetzt machen wir einmal den neuen, den Zug wieder, der Getreide und irgendwann und Honig herauf und runter bringt. Getreide brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr. Wir gucken mal, wie viel auf dem Bahnhof liegt. Getreide 17, Honig 13. Braun tendenziell Getreide, weil Getreide ist viel schnellerer Verbrauch. Ich glaube, wir hatten auch als Strecke eingestellt zweimal Getreide, einmal Honig, ne? Ich glaube ja. Mit einem Zug. Hier ist die Abfahrt. Ich glaube, so hatten wir es gemacht. Das heißt, ja, ist es die Frage, soll man den zweimal so oft anfahren lassen? Andererseits Honig wird auch verteilt. Ich weiß es nicht. Wir machen es anders. Wir lassen die, so lang ist die Strecke ja nicht. Das wird auch so gehen. Wir lassen den einfach fahren her. Also auf jeden Fall nicht einen Leerfahrt haben beim Getreide. Und einmal Abfahrt, bitte.
Honig und Getreide nach Pleven. Ich hoffe, das geht gut. Schau, wie viel der Kollege mitnimmt. Hallo Hopp. Riddick. 29. Abo. Grüße an Riddick. Juhu, hallo. Danke dir. Kommst du von YouTube rüber, Hope? Bist du das erste Mal hier auf Twitch? Erzähl mal, wenn du möchtest. Ja, das funktioniert hier. Jetzt bauen wir aber erstmal die Strecke hier oben noch zu Ende. Bis Bukarest aus für diese Frachtgeschichte. Bis hierhin waren wir gekommen. Ja, und jetzt geht es hier vorne wieder weiter. Von YouTube rüber und das erste Mal auf Twitch. Willkommen. Wir hatten gerade darüber geredet, wie viele über Leute, die von YouTube nach Twitch kommen. Auf jeden Fall schön, dass du hier bist. Viel Spaß. Was schaust du denn so auf YouTube, wenn du es schaust? Das machen wir anders. Da beginnen wir hier vorne. Auf dem Stück hier hinten lang. Und ja, hier vorne können wir hier durchfahren. Wir können durchfahren. Prima. Klasse. Dann geht's hier vorne wieder raus. Klasse. Sehr schön. Und Endstation, das heißt, es geht hier rein. Einmal bauen. Und einmal bitte anschließen. Hier geht's rauf, da geht's runter. Hat geklappt. Ja, wunderbar. Jetzt können wir eine zweite Lok auf die Strecke schicken. Oh Gott, habe ich das hier richtig gemacht? Ja, ich habe es richtig gemacht. Ja, mit den Gleisen kann man schnell durcheinander kommen, Julia. Da hast du definitiv recht. Das heißt, jetzt haben wir... Oh Gott, jetzt haben wir hier irgendwo hier eine Cargo-Sache. Die ist eventuell im Augenblick nicht vernünftig zugewiesen. Muss ich erst eingrufen. Irgendwo ist hier ein Cargozug. Buck, das ist der hier, ne? Wo ist der denn? Der ist verschollen gegangen. Nein. Da ist er. Wird beladen mit Oliven und Co. Wir lassen den einmal abfahren. Der müsste eigentlich passen. Der startet gerade. Beobachten mal, wo der lang fährt. Das sollte eigentlich passen. Jetzt klicken wir die Strecke noch mal an. Schau mal, ob es funktioniert hat. Da ist er. Jetzt taucht er auf. Ist er auf beiden. Bei der Hin- und bei der Rückfahrt. Das ist die Rückfahrt. Klasse. Und dann sagen wir jetzt bitte noch ein zweiter mitfahren. Oder drei. Wir können auch drei einsetzen. Ich setze erstmal einen zweiten ein. Weil der ist rappelvoll. Wisst ihr was? Wir setzen gleich drei ein. Mal schauen, ob er was zum Transport hat. Wenn der jetzt wieder solo losfährt, ohne vernünftige Waren, dann schmodde ich.
Weil da hatten wir eben schon mal gefühlt Geld verprasst. Doch, war genau richtig. Randvoll mit Köstlichkeiten. Mit ganz viel Schinken, zu denen man klitzeklein ein paar kleine Olivenscheibchen serviert. Ah, Hope schreibt, Rebel Empire 2 viel geguckt auf YouTube, davor Civ 7, oh, das ist eine Fangfrage. Du meinst Civ 6, du willst, dass ich ins Plaudern komme. Nee, Crusader Kings 3 habe ich, das war irgendwo woanders. Nee, nee. Danke für die netten Worte, schön, dass du hier bist. Ich erzähle den Leuten ja immer, den YouTube-Leuten, auf Twitch sei die Bildqualität etwas besser als auf YouTube. Weil auf YouTube die Rebel Empire 2 Videos von YouTube noch brutaler zu Pixelbrei gerendert und zermatscht wird. Und ich behaupte mal, auf Twitch sei es auch nicht perfekt, aber der Twitch-Codec, der im Hintergrund herumrendert und das macht, der sei wenigstens ein bisschen feinfühliger mit dem Live-Signal, das ich rausschicke. Kannst du das bestätigen, dass die Bildqualität auf Twitch zumindest ein bisschen besser ist als auf YouTube? Oh, Schattenfuchs, du musst keine dummen... Deine Fragen sind nicht dumm, überhaupt nicht. Absolut nicht. Warum ich an der Endstation die freien Gleise freilasse, weil der Anschluss, also jeder Bahnhof kann bis zu 8 Gleise haben. Und man startet, wenn man einen Bahnhof setzt, hat man erstmal ein Gleis. Und immer wenn man ein weiteres Gleis anschließt, muss man dann erst die Baukosten für dieses neue Gleis bauen. Ne? Das heißt, die sogenannten freien Gleise sind gar nicht frei, sondern das sind nur so Blaupausen. Und im Augenblick, wo ich die anschließe, muss ich Geld dafür lassen. Ist weniger verpixelt. Liebe Leute auf YouTube, was ich doch immer sage, Hope, YouTube-Zuschauer, legt Zeugnis ab für euch, wenn man auf Twitch zuguckt, ist das Bild besser. Obwohl ich nichts ändere hier, technisch. Und ich schwöre beim Leben meiner Lokführer, ich hoffe, gerade bricht keiner tot zusammen in seiner Lok, dass bei meiner lokalen Aufzeichnung, weil ich zeichne die Videos auch lokal auf und dann hoch auf YouTube, dass da die Bildqualität sogar noch besser ist. Die ist 1A. Und irgendwie YouTube und Twitch, da habe ich auch keinen Einfluss drauf, was die aus den Videos dann machen. Die berechnen die dann um halt. Wie gesagt, ich schwöre beim Leben meiner Lokführer, dass das die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Ich hoffe sehr, dass hier kein Unglück gerade passiert. Nein, kein Doppelschwör, ein echter Schwör. Schaut mal im Hintergrund, wie schön die Sonne dort hinten glitzert auf den Gletschern. Damals gab es nur Gletscher. Heutzutage gibt es Kunstschnee.